wo bleiben die Jungs denn? So schnell fahre ich doch gar nicht. Vielleicht sagen sie dem Autofahrer noch, dass er seine Kissen verloren hat vom Sofa. Hä, wo bleiben die? Jeden Tag eine gute Tat, oder? Aber die kommen immer noch nicht. Zweiter Gang. Oh, oh. Das kennt der Krossi gar nicht von mir. Gleichfahrt. Hä, da kommt das Auto? Ich warte mal hier. Die waren doch direkt dahinter. Wo sind die denn? Aha. Nu, aber. Boah, das dröhnt im Helm richtig. So, die Jungs wollten noch zu KTM in Bisping. Fahren wir da mal hin. Bisschen KTM-Probe sitzen. Schöne Motorräder, nur alles mit Kette. Nicht ein Alternativangebot. Schlecht. Aber die wollen Gewicht sparen. Noch eine Kurve, juhu! Sechster Gang, gib auch mal ein Gastspiel, los, hau rein! Wenn man das jetzt noch verstehen kann, dann ist das Mikrofon echt gut. Aber ich glaub's nicht. Kann man sich als Nicht-Motorradfahrer gar nicht vorstellen. Bei 100 so eine Schlangenlinie fahren, da brauchst du ganz schön Impuls dafür. Ah, sie sind schon wieder da. Gut, gut. Sechster Gang, spiel weiter mit, komm. Normalerweise brauche ich den gar nicht, den 6. Nur auf der Autobahn. Oh. Der Wind, der trägt richtig den Helm. Das ist Wahnsinn.
Das ist wie Segelfliegen bald. Jetzt sind wir in Behringen, B wie Bär, Behringen, jo, rechts ab. Und Stopp, und gut, und Feuer. Hier sollte man 50 fahren, beziehungsweise nach Straßenverkehrsordnung. Was habt ihr denn vor? Ja, ja, dann halt du den mal an da. Alles gut. Voll Seitenwind von links jetzt. Boah, heftig, echt heftig. Da ist das verrückte Haus, steht alles auf dem Kopf drin in dem Ding. Selbst die Modelleisenbahn fährt kopfüber bzw. kopfunter. Ich war noch nie da drin, habe aber mal einen Prospekt davon gesehen. Das ist nur cool. Müsste man ja glatt mal reinlaufen. Kurve. Hier hat dieser Ralf Schumacher seine Kartbahn. Und da ist der Snowdome, da kann man Ski fahren. Alles orange. Gut. Chef, ne? Ja. Will wir auch das eine Mal mit Motorrad flach liegen, ja. Wer ist das? Ja. Kann losgehen. Fährst du vor? Ja. Fährst du vor? Nö, fahr du mal. Ja, okay. Alles gut. Wieder auf dem Weg nach Hause. Jo. Oh, bei KTM waren wir heute großzügig. Wir haben sogar noch einen Kaffee gekriegt.
in die Heide. Jo. Ja, in diesem Dorf bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich wollte mal bei KTM einen Ersatzteil abholen mit dem Auto. Ja, und standen sie hier irgendwo hinter der Ecke mit der Radarpistole. Da habe ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder ein Ticket gekriegt. Ich war zwar nur 64 gefahren, aber muss man ja nicht haben öfter. Man kann sagen, hier im Heidekreis muss man generell ein bisschen vorausschauend fahren, was das angeht. Dass das alles im bezahlbaren Rahmen bleibt. Hier ist eine Schlachterei, da will ich auch mal hinfahren. Die müssten auch schöne Heidschnuckensachen haben. So, nun kommen wir doch der Sache schon näher. Drosselklappen fertig machen. Jetzt habe ich das auch hingekriegt, dass die Kamera mit der App zu verbinden. Ich trottel. Man muss natürlich bei der Kamera auch das schnell WLAN einschalten. Sonst kann das Ding sich nicht verbinden. Dann ist das eine feine Sache hier mit meinem Handy auf dem Arm. Wenn ich mir das noch hier vorne hinbauen würde, dann ist ja alles zu. Da sehe ich kein Tacho und kein Drehzahlmesser mehr. Hier ist auch so ein Haupttouristenzentrum, sag ich jetzt mal. Wenn die Heide blüht, dann ist hier Holland in Not. Da drüben sieht man Heide. Da kann man nur leider überall nicht mit dem Motorrad hinfahren. Man kann schon, man darf aber nicht. Sieht aus wie eine Kurve hier. Kommt die denn her? Fünf Grad, sagt er jetzt noch. Ui. Na gut. Oh, ich freue mich, dass wir heute noch gefahren sind. Dann kann man das mal ein, zwei Tage aushalten, ohne zu fahren, falls es dann wirklich wieder Winter geben sollte. Schlimmste. Von mir aus könnte es ja ruhig mal schneien, aber dann schmeißen die wieder die Straße voller Salz. Das war jetzt Gott sei Dank schon mal weg. Ja, das finde ich gut, dass sie hier mal einen Streifen frei gemacht haben vom Holz. Dann sieht man wenigstens die Bambis oder Wildschweine, die hier aus dem Wald kommen könnten. Bisher habe ich da Glück gehabt. Ja, so eine Gerade verleitet natürlich. Aber ganz ehrlich,
Warum soll ich hier so schnell fahren dann? Geradeaus fahren kann eigentlich jeder.